Also was ich gehört habe, was gut zusammenpasst mit dem, was du angesprochen hattest, dieses Thema läuft für mich letztendlich darauf hinaus, irgendetwas zu vermeiden. Ja? Was du sagst, ist ja, ich habe jetzt in letzter Zeit erst gelernt, meinen Körper überhaupt zu fühlen, das überhaupt zuzulassen, wie in den Körper zu kommen, wirklich zu inkarnieren sozusagen. Ja? Dass es da zuvor sowas gab, wie immer lieber weg oder nicht wirklich voll im Körper zu sein, nicht wirklich zu fühlen, nicht wirklich präsent zu sein mit der körperlichen Erfahrung. Und das, ja, halte ich total für sinnvoll, da wirklich anzukommen, reinzukommen, das wirklich zuzulassen. Und ich finde, das knüpft sehr gut an das, was wir vorhin sprachen. Wirklich auf allen Ebenen. Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Wirklichkeit zuzulassen. Und nichts von all dem auszuschließen. Denn sonst bleiben wir stecken in diesem Aberglauben, ich bin nicht der Körper. Und wenn du das einfach nur glaubst und alles andere ausschließt, ist das ein Aberglaube. Ist es nicht wirklich erforschte Realität? Und ja, solange da irgendwas vermieden bleibt, bleiben das sozusagen Gespenster, die dich wie ein Spuk verfolgen, ja? Und dann bist du wie immer auf der Flucht und musst immer aus dem Körper entfliehen, weil du da irgendetwas fürchtest, was dich einholen könnte. Und dann ist es eine gute Gelegenheit, da zurückzukommen und das zu erleben und herauszufinden, was ist da wirklich? Was spukt hier wirklich? Und Gespenster sind eine tolle Metapher. Ja, Gespenster haben die Eigenschaft, dass wenn sie ans Tageslicht kommen, sie nicht existieren. Ja, Tageslicht ist dein Bewusstsein. Was wirklich ins Bewusstsein kommen darf, wird als nicht wirklich substanziell gesehen. Beantwortet das deine Frage? Ja, sehr. Also. Was heißt es für dich, in Würde zu leben? Das ist auch so ein Begriff, den ich von mir aus eigentlich nicht verwende. Ich habe ihn in letzter Zeit gerade mal gehört, dass es anscheinend jemand gibt, der den sehr, sehr häufig und sehr gerne verwendet. Aber ich weiß nicht, was du unter Würde verstehst, was du damit meinst. Was mir wesentlich ist in meinem Leben ist, wie soll ich sagen, ehrlich zu sein und dem treu zu sein, was ich wirklich liebe und mich von dem nicht abzuwenden. Das wäre vielleicht das Nächste, was ich unter diesem Begriff verstehen könnte, was für mich Sinn macht, dass das für mich wäre, die Würde zu verlieren, wenn ich mich für irgendwas anderes verkaufen würde, sozusagen. Wenn ich irgendwelche faulen Kompromisse schließe, die nicht wirklich stimmen. Und da gibt es keine vorgefertigte Regel, wie das geht und das nicht. Ja, das kann sich ändern und das können sehr spannende Herausforderungen sein in jedem Moment. Zu sehen, was bedeutet das jetzt hier gerade wirklich? Was ist das, dem du dich am meisten verpflichtet fühlst? Das ist das, was so schwer zu sagen ist. Ja, aber da muss es irgendwie ein Gefühl, und es ist nicht mal wirklich ein Gefühl, da gibt es irgendwas wie ein tieferes Wissen und keine Kenntnis, sondern ein Wissen von Stimmigkeit. Dass das echt und ehrlich ist auf allen Ebenen. Ja, und wie gesagt, ich kenne sehr gut diese Ebene von Ehrlichkeit, wo ich dir all das erzähle, was mit mir verkehrt ist und wo ich noch hänge und ja, als ob das die Wahrheit wäre. Auch das ist eine Trance-Induktion letztendlich. Ja, wenn ich mir das erzähle und dir das erzähle, das ist auch nicht die letztendliche Wahrheit, worum es geht. Ja. Aber auch das nicht irgendwie wegzumachen oder auszusperren oder
ehrlich zu sein, offen zu sein, zu sehen, was ist die Wahrheit, was läuft hier wirklich und letztendlich natürlich auch, was läuft überhaupt ganz und gar nicht. Und darin aber die Offenheit für all das, was läuft. Wenn du für Gangaji übersetzt, musst du dich dann in einer gewissen Weise zurückhalten, weil ich kann mir vorstellen, dass dir die Antworten, dass ich dazwischen quatsche. Dass dir die Antworten auf die der Frager stellt, vielleicht auch aus dir rausfließen würden, aber du darfst in dem Moment, ist es nicht deine Aufgabe, das zu sagen, sondern Gangaji zu übersetzen. Das ist eine lustige Idee, auf die bin ich noch gar nicht gekommen. Ich könnte ja mal sagen, hey, ich kann darauf antworten. Nee, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Ich weiß nicht, das ist nie aufgetaucht. Ja, ich habe das mal erlebt, meine ich, dass du praktisch geantwortet hast, bevor Gangaji das eigentlich ausgesprochen hat. Also Gangaji hat angesetzt, aber aus dir kam schon die Antwort. Und, siehst du, das habe ich nicht mal gemerkt. Und Gangaji hat dann aber gesagt, meine ich, ja genau das wollte ich sagen. Ne? Also echt, in der da war ich nicht dabei. Keine Ahnung. Ich meine, wer weiß. Bist du dann irgendwie sehr konzentriert, wenn du übersetzt? Wie? Auf eine Weise ja und auf eine andere Weise nein. Es ist auf jeden Fall ist das eine totale Wachsamkeit. Ja, ich muss total da sein. Und zugleich ist es nicht wie konzentriert oder... Es ist nicht anstrengend auf eine Weise. Und ich meine, ja, nach so einem ganzen Tag übersetzen und wenn ich dann zwischendurch vielleicht noch Einzelsitzungen habe oder so, dann bin ich schon erschöpft. Ja? Ich merke, dass es da eine körperliche Erschöpfung gibt. Aber es ist in dem Moment nicht anstrengend im Sinne von, ich streng mich an. Es ist tatsächlich wirklich mehr so, wie je mehr ich aus dem Weg bin oder was auch immer wir dann wieder unter ich verstehen, ja, es ist wirklich mehr wie, dann ist da die Übersetzung. Oder übersetzen. Das ist, was dann da ist. Das ist, was die Erfahrung ist. Übersetzen, so kann ich es vielleicht sagen. Die Erfahrung ist nicht ich. Die Erfahrung ist übersetzen. Fühlst du mit demjenigen, der die Fragen stellt? Auf eine Weise ja und auf eine Weise nein. Denn wenn, wie ich sage, wenn die, wenn die Erfahrung ist, übersetzen. Siehst du, es vermischt sich schon alles. Wenn die Erfahrung ist, übersetzen, dann ist da auch nicht derjenige und ich. Ich meine, ja, natürlich, auf eine Weise ist da derjenige, ist da ich und gibt es so ein Mitschwingen, aber... Noch unmittelbarer, noch direkter, würde ich sagen, tatsächlich, und wahrscheinlich gibt es auch andere Momente, wo was anderes erscheint, aber in aller Regel und je besser das geworden ist sozusagen im Laufe der Zeit auch sicherlich, hat sich das auch vertieft oder ist das leichter und fließender geworden, ist vielleicht tatsächlich das Beste, wie ich das formulieren kann, das Nächste, wie ich dem in Worten kommen kann, übersetzen. Und da wird einfach das gesagt und das erlebt, was da gerade gesagt und erlebt wird. Ja. Also über das Enneagramm würde ich sagen, dass das tatsächlich sowas wie eine Landkarte ist, dieses imaginären Gebietes, in dem wir uns scheinbar verlaufen, wenn wir in der Halluzination im Traum verfangen sind, ja. Und in dem Sinne, klar, ist das nicht die Wirklichkeit. Ja? Und ist das nicht mal eine wirkliche Landkarte oder ist darin nichts Wirkliches verzeichnet? Und doch ist es das, was wirklich scheint, wenn wir in dieser Ebene von Wirklichkeit verfangen sind. Und da können wir auch sagen, dass das Enneagramm sozusagen wie verschiedene Schichten zeigen kann. Ja? Das, was inzwischen tatsächlich im Westen am weitesten verbreitet ist und am bekanntesten geworden ist, ist sicherlich eine der
oberflächlicheren Schichten, ja, dieses Enneagramm der Persönlichkeit, was dann beschreibt, wie du als Körper, als emotionaler Körper, sozusagen als mentaler Körper in der Welt erscheinst, sie erlebst und darauf reagierst. Ja, und wie wir dann damit umgehen können, wie wir das verbessern können, sodass du relativ glücklicher lebst und relativ besser damit funktionierst und wie du relativ besser mit anderen umgehen kannst, die in ihren Strukturen verfangen sind. Aber wie gesagt, das ist das, was mich am wenigsten daran interessiert. Auch das hat seine Berechtigung und seine Funktion und kann sehr nützlich sein. Auch das kommt sogar in meinen Kursen vor. Ja? Wie, was weiß ich, das kann eine sehr nützliche und heilsame Einsicht sein, wenn jemand plötzlich erkennt, ach du meine Güte, deshalb gerate ich mit meinem Mann immer aneinander. Oder das ist diese grundlegende Fehlkommunikation zwischen meinem Kind und mir. Ja, und dann kann darauf eine Einstimmung und eine Anpassung stattfinden, die sehr nützlich sein kann, auf einer relativen Ebene. Und dann gibt es, wie gesagt, verschiedene Schichten und letztendlich diese tiefste Ebene, wo wir sehen können, wie überhaupt Identifikation entsteht und wie sie Struktur annimmt und sich verfestigt und verselbstständigt und fortsetzt. Ja? Und ich finde da vor allem diese Ansätze von Almaz sehr, sehr hilfreich, sehr erhellend, wenn er von diesen heiligen Ideen schreibt, die nicht so sehr Ideen sind, sondern mehr wie verschiedene Geschmacksrichtungen, verschiedene Erlebensweisen dessen, worüber wir hier sprechen, was nicht wirklich gesprochen werden kann. Ja, dieses Ganzen, dieses Einen, das alles ist. Und er hat, wie gesagt, einen Sufi-Hintergrund und schreibt über Allah, dass Allah eben das heißt. Ja, das heißt, das ist das, was alles ist. Nicht, was in allem enthalten ist oder worin alles ist, sondern das, was alles ist. Und dann sind diese neun Facetten dessen, diese neun heiligen Ideen, das Enneagramm, Enneagramm heißt ja einfach neun Eck, also es ist eine bestimmte geometrische Anordnung, die mathematisch nachvollzogen werden kann, auf sehr spannende, sehr sinnvolle Weise. Und es beschreibt neun Typen, eigentlich neun Erscheinungsformen, in denen alles erscheint, was im Universum erscheint und dann durch Ihazo und Naranjo mit psychologischem und psychiatrischem Hintergrund auf die menschliche Psyche bezogen. Und aber dieses spirituelle Enneagramm, diese ersten Aspekte dessen, wenn überhaupt etwas oder jemand erscheint, dann sind das diese neuen Geschmacksrichtungen der Seele sozusagen, wenn sie noch eins ist eigentlich mit allem. Ja, das sind diese neuen heiligen Ideen, verschiedene Aspekte dessen, wie Wahrheit, Frieden, Liebe, ja? Vollkommenheit, Reinheit, Güte, Freude oder Ursprung in dem Zusammenhang. Und was dann passiert ist, dass wir im Laufe unserer Entwicklung lernen, dass wir davon getrennt sind. Es gibt Brüche sozusagen im Erleben der Verbindung damit, muss ich sagen. Ja? Nicht wirklich in der Verbindung damit, aber in der Wahrnehmung der Verbindung damit. Wenn wir uns nicht wirklich geborgen, gehalten, zuverlässig, unterstützt fühlen, dann gibt es Risse sozusagen, Brüche im Urvertrauen, sagt er auch, davon spricht er auch viel. Und dann setzt dieses Erleben ein wie, oh, ich bin dieser jemand, der getrennt ist von dem und der sich irgendwie selber retten muss, weil es nicht zuverlässig ist, dass ich gehalten werde, dass für alles gesorgt ist, dass alles gut ist, so wie es ist. Und dann setzt mehr und mehr Misstrauen ein in den verschiedensten Variationen. Ja. Über eins sprachen wir ja gestern auch schon, das ist dieses Allergrundlegendste eigentlich, dies, wenn ich von dem Ganzen getrennt bin und dieses Ganze ist die Liebe. Ja. Natürlicherweise, wenn ich mit allem eins bin und dann erscheint da was und es ist alles, diese göttliche, köstliche, wundervolle Liebe. Ja, das ist diese tiefste Glückseligkeit sozusagen.
Und mich dann davon getrennt zu fühlen und das verloren zu haben, ist so ein grundlegend schmerzhafter Verlust. Und wenn ich das nicht mehr bin und es sich so anfühlt wie, ich bin davon abgeschnitten, ich kann das nicht mehr wiederbekommen möglicherweise sogar, was hat das Leben dann noch wirklich für einen Sinn und einen Wert? Und was habe ich dann für einen Sinn und für einen Wert? Ja, das ist, was gestern auch jemand sagte, wie, ich bin es ja nicht wert. Und das ist eigentlich die Grundhaltung der meisten menschlichen Leben. Dass wir uns eigentlich dessen gar nicht würdig finden, uns überhaupt wirklich tiefer gehen, mit uns selber zu beschäftigen. Und da ist diese grundlegende Resignation, dass ich diese göttliche Liebe sowieso nicht wirklich haben oder gar sein kann. Also dann ist das Beste, was ich hoffen kann, irgendwie so einigermaßen dieses dumpfe Leben zu überleben, mich einigermaßen bequem einzurichten und abzulenken, zu betäuben, vielleicht Vergnügungen zu haben. Und das ist dann, was wir dann für Glück halten. Ja, diese sehr, sehr begrenzten Vorstellungen von, naja, dass ich mich halt einrichten und wohlfühlen kann. Aber es ist so zutiefst eigentlich abgeschnitten. Ja. Und dann sind all die anderen, die darauf aufbauen, Variationen dessen. Vermeidung der Angst, des ums Überleben. Ja. Vermeidung dieser Verzweiflung, von der Liebe abgeschnitten zu sein. Wozu jetzt das Enneagramm nützlich ist, ist, den Weg zurück zu zeigen. Indem es uns aufzeigt, wie wir da hineinkommen und wie sich das immer weiter verstärkt in unseren Reaktionen darauf. Ja. Weil wir diesen Schmerz und diese Angst und diese Verzweiflung nicht mehr fühlen wollen, weil die so schmerzhaft scheinen, dass wir glauben, wir halten das nicht aus, haben wir all diese Abwehrmechanismen entwickelt. Die Ablenkungen, die Strategien, wie wir das nicht fühlen müssen. Oder wie wir versuchen, uns dann in Sicherheit zu bringen, um die Angst nicht zu erleben. Ja, wie wir versuchen, Glück und Liebe von außen zu bekommen, damit wir diese Verzweiflung und Abgeschnittenheit in uns nicht fühlen müssen. Das Dumme ist halt, dass die alle nicht funktionieren, sondern dass sie uns nur immer noch weiter in die Irre führen, immer noch weiter von uns weg. Und dafür ist das Enneagramm gut, dass es uns das zeigt, dass es uns unterstützt darin, das einzusehen und den Weg zurückzufinden. Ja, so dass wir zurückkommen können und es wagen können und uns erlauben können, tatsächlich das zuzulassen zum Erleben, damit das auf seine Wirklichkeit überprüft werden kann. Und auf erstaunliche Weise ist das Wundersame, was entdeckt wird, dass im Zulassen dieses Schmerzes, ja, wo es scheint, oh mein Gott, ich habe die Liebe verloren, das ist, wo sie entdeckt wird. Im Zulassen der abgrundtiefsten Angst, ich werde ausgelöscht, ich falle ins Leere, ich bin verloren. Ja. Darin wird entdeckt, was wirklich zuverlässig ist. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Danke dir auch für deine Fragen. Ja, das ist eine tolle Gelegenheit. Schöne, echt eine schöne Gelegenheit.